kann ich verkaufen. Ich muss nach Hause meine Katze füttern. Schöne Feier, Spider-Man. Wir sehen uns. Hallo, Freunde. Hier ist der Danny-Cast mit unserer Diskussion. Das ist ihr Intro. Schwach! Unter uns Profis nennen wir das den Aufmacher vergraben. Mehr Hype! Darf ich hier mal was... Mein Dad und ich sind als Kinder jede Nacht zu diesem Geräusch eingeschlafen. Auf einen guten Beat. Gut. Etwas aus Dads und Onkel Aarons Kindertagen, das mit Rhythmus zu tun hat. So kalt war ich. Hier drüben ist es nicht. Nee, ich bin schon zu weit weg. Du Dämlicher! Hey! Sei einfach unnatürlich! Schön. In der Nähe fährt eine U-Bahn. Taxi! Ich hatte mir dich zu Weihnachten. Oh. Klasse. Zu allen Licht. Schlechtes Licht. Geh nach links. Und in Saber und Kneipen. Mit euch. Ja, die U-Bahn fährt hier vorbei. Ja, das ist es. Du weißt das wahrscheinlich nicht, aber dein Dad... Okay, dann rufe ich mal Finn. Hoffe, sie geht ran. Hi, Spider-Man. Finn! Hey, wir müssen reden. Persönlich. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtigstellen. Bitte, komm zur Trinity Church. Keine Lügen mehr. Versprochen. Wenn du mich reinlegen willst. Gut. Jetzt kommt was Gutes. Dein Dad und ich hingen oft hier ab und hörten zu, wie die Feuerwache zum Leben erwachte. Genau das brauchst du. Bei der Feuerwache. Ich glaube, diese Umgebung hat deinen Dad dazu veranlasst, Polizist zu werden. Ich sagte ihm, er wäre nicht verklemmt genug dafür, aber er wollte die Dinge von innen heraus verbessern. Dafür hat er alles... Bin wieder da, Finn. Die Idee für das hier kam von deinem Dad. Etwas, was immer in diesem Park zu finden ist. Einzeln leise, aber als Gruppe laut. Als Gruppe laut? Oh, klasse. Wie hat der das aufgenommen? War er Taubenflüsterer? Das ist ewig her. Noch vor der Highschool. Wir hingen im Park rum und... einen Hotdog fallen. Wie immer stürzten sich sofort von allen Seiten Tauben drauf. Dein Dad blieb stehen.
Er sagte, Aaron, hör doch mal, das klingt wie Musik. Am nächsten Tag strummerten wir auf der Suche nach Blues durch ganz Manhattan. So wie du jetzt. Ich weiß noch, als sie mir gezeigt haben, wie man samplet. Onkel Aaron hatte die Technik. Der hat das Ohr für Musik. Bin wieder da, Finn. Kannst du zur Trinity Church kommen? Deine Mom wohnte hier nach dem College, wusstest du das? Sie war schon mit deinem Dad zusammen. Wir verbrachten hier viel Zeit. Ein sanfter, gleichmäßiger Rhythmus begleitete uns. Ein sanfter Beat. Unauffällig, aber ein guter Beat. Unser Leben damals war gut. Wir dachten, es würde immer so bleiben. Deine Mom fing als Lehrerin an. Dein Dad wurde Polizist und ich machte mir gerade als Crowler einen Namen. Wir hatten alle so unsere Geheimnisse. Aber nichts währt ewig. Dein Dad und ich kamen uns jobmäßig auf die Quere. Onkel Aaron. Wenn du irgendwas anderes gemacht hättest, hätten Mom und Dad voll hinter dir gestanden. Bin wieder da, Finn. Kannst du zur Trinity Church kommen? Ich möchte diese ganze Sache gerne klären. Wenn du mich reinlegen willst. Gut, wir sehen uns dort. Immerhin trifft sie sich mit mir. Okay, Trinity Church, dann los. Spider-Man! Wow! Hey! Uncool! Wir haben hier das Sagen! Entführerteam ist erledigt. Diese Folge ist Teil der Reihe Underground-Nachrichten. Spider-Man hat neulich ein Underground versteckt in Greenwich ausgerufen. Wir haben Beweise gefunden, dass der Underground gegen die Magier gekämpft hat. Ja, die Magier. Das berüchtigte Verbrechersyndikat. Damals gab es Tinkerer noch nicht und der Underground sah sich als eine Art neue Verbrecherklasse. Die junge Mafia, wenn ihr wollt. Sie wollten Respekt, also schnappten sie sich die Verbrecherfamilien. Der Konflikt spitzte sich zu, als Hammerhead die Übernahme der Magier inszenierte. Und das rettete indirekt den Underground. Danke dafür, Hammerhead, du Idiot. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr etwas verändern wollt, nur eine Veränderung pro Monat. Nur so bleibt ihr dran. Bis dann! Das mit der Brücke war echt heftig. Das hättest du auch machen sollen. Square. Hier kann man sich gut mit jemandem treffen oder jemanden verlieren. Du brauchst ein Geräusch, das nach elektrischem Strom klingt.
Ein Strom? Ich könnte mit Venom cheaten. Nee. Warum heißt es Feiertage, wenn ich trotzdem Tja, meinen Sie so? Hi, ich wollte einmal fragen, ob Sie noch von diesem Glühwein haben. Lebendig an. Nachdem ich mich Powder nannte, traf ich damals meine erste Klientin unter diesem Schirm. Die Neonflagge ist kaum zu verkehren. Und in der Menge kann man gut untertauchen. Ich sollte ein Gemälde stehlen. Als ich mich umsah, traf mein Blick den deines Dads, der weiter weg stand. Er sagte kein Wort, drehte sich um. Er wusste nur, dass ich ein Dieb war. Mehr nicht. Aber das reichte schon. Er ahnte bereits, was aus uns werden würde, lange vor mir. Wenn du vorher die Kurve gekriegt hättest, hätte er dir verziehen. Das weiß ich genau. Ein Geist! Ich sagte doch, dass es hier Spuk. Hab sie! Mit diesem Geräusch komme ich immer in Feierstimmung. Dabei gibt es nur die Zeit an. Das fand dein Dad auch, also mussten wir es aufnehmen. Etwas, das die Zeit anzeigt. Okay. Bis zum Ende im Central Park, bevor sie anzünden. Wer ist es? Nee, ich bin schon zu weit weg. Hier drüben! Nicht hier lang. Der neue Ja, irgendwo hinter mir. Ich hab genug. Soll sich nach einer Feier anhören. Ich habe viel zu viel gegessen. Schöne Feiertage, Spider-Man! Achtung! Er ist es! Vorsicht! Ich hab's! Der Schlag zu vollen Ich bin erstmals an Hanukkah allein. Das glaubt mir mein Freund nie. Bester Urlaub überhaupt! Hey Danny-Fans, dies ist meine vierteilige Reihe Underground-Nachrichten. Spider-Man hat ein Underground-Versteck in der Upper East Side ausgehoben und ich habe Beweise gefunden, dass sie früher mit Tombstones Gang kooperiert haben. Ja, genau. Richtig gehört. Sie haben zusammengearbeitet, bis der Underground einen von Tombstones Leuten tötete. Es folgte eine blutige Fehde. Der Underground war hoffnungslos. Hier im Viertel wimmelt es an Tönen und Geräuschen. Du suchst etwas Helles. Unverwechselbares. Hell was? Okay. Ich liebe dich.
Mhm. Ja, ein Windspiel. Hört sich. Gut. Durch. Kein Problem. Springbrunns eine Zeitkapsel unter ihm versteckt. Das ist so lange her. Mittlerweile reparieren sie ihn schon. Mit dem Hebekran kann ich den Brunnen bewegen. Schwebender Brunnentrick. Voll. Dann bis dann. Na los, pack schon. Meine Kinder. Oh, dann ich kann es sagen. Viel Spaß hiermit. Hier traf ich mich immer mit einem Stammkunden. Während ich wartete, hörte ich diesem Geräusch zu, das einen strikten Zeitplan einhielt. Ein planmäßiges Geräusch. Hey! Hier drüben ist es nicht. Nächstes Jahr, den ich hier traf, kam mit der Fähre aus Jersey. Ich verdiente gutes Geld, bis er irgendwann aufflog. So erfuhr dein Dad plötzlich auch vom Prowler. Nicht, dass ich es war, sondern dass ein Dieb in New York sein Unwesen trieb. Dein Dad meldete sich freiwillig für den Fall. Er kam mir langsam auf die Schliche. Ich musste mich entscheiden, was schneller wurde. Ihm zu sagen,